In den vergangenen Tagen haben wir fleißig in unserem Tiny House Badezimmer weitergearbeitet. Und zwar haben wir mit unserem Waschtisch begonnen, als auch mit dem Stauraumschrank. Wie ihr aber sehen könnt, ist das ganze Projekt noch nicht abgeschlossen. Es wird also bei Zeit dann auch noch ein zweites Video zu diesem Bauprojekt geben. In dem heutigen Video zeigen wir euch also, für welche Konstruktion wir uns entschieden haben, mit welchen Materialien wir gearbeitet haben und wie die kommenden Schritte aussehen werden. Wir sind übrigens Anja und Ilan. Anja hält gerade die Kamera. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja schon einige Male über unsere Badezimmerplanung gesprochen. Das war dann aber auch alles digital. Einiges davon haben wir umsetzen können, einiges aber auch wieder verworfen. Wichtig ist uns bei dem Schrank als auch beim Waschtisch immer gewesen, dass das Ganze luftig wirkt, leicht wirkt. Dieser gesamte Schrank hier von oben bis unten, der wiegt 3,8. Hier berührt kein Möbelstück den Boden, weder der Waschtisch noch der Schrank. Hier passt auch noch ein Staubsauger drunter, das war Anja ganz wichtig, das ist gut, dass sie das erwähnt hat. Aber diese Wirkung kann man auch erzeugen, wenn man beispielsweise, so wie wir das jetzt vorhaben, die Wand verlängert. Wir werden hier die Wand schließen, sodass es viel massiver wirkt. Und bevor ihr euch wundert, diese Steckdose hier wird verschwinden. Die bleibt nicht. Das war uns zu gefährlich. Eingangs war hier nämlich schon wieder was anderes geplant, nämlich zwischen den zwei Steckdosen irgendwo zu landen mit dem Waschbecken. Ist uns nicht gelungen. Wir wollten lieber ein größeres Waschbecken. Also die kommt weg. Wie sind wir also erstmal zu den Maßen unseres Badezimmerschranks gekommen? Wir hatten ein paar Anhaltspunkte. Und zwar aus der Planung oder der Konstruktion unserer Wand selbst, wie wir die Pfosten und die Riegel gesetzt haben. Allerdings durch die Pfosten oder durch die Breite der Pfosten hatten wir auch etwas Spielraum in der Breite unseres Schranks. Das heißt, wir haben nicht erst das Schrankprojekt begonnen und danach den Waschtisch, sondern alles lief irgendwie Hand in Hand. Wie ihr sehen könnt, unser Waschbecken hat eine herkömmliche Größe auch bekommen. Und für uns war klar, dass unser Wasserhahn nicht hinter dem Waschbecken Platz finden wird, weil sonst der Waschtisch selbst zu tief würde. Das heißt, wir mussten uns entscheiden, ob der Wasserhahn links oder rechts vom Waschbecken positioniert wird. Bei uns ist es die rechte Seite geworden. Das heißt, hier haben wir immer wieder ausprobiert und sind dann zu folgenden Maßen gekommen. Der Schrank selbst ist 19,5 cm breit, Außenkante zu Außenkante, 15 cm tief, also auch da passen später wunderbar Zahnputzbecher rein, verschiedene Cremes, Tübchen, Rasierer und so weiter. Und von der Höhe sind wir knapp 1,90 hoch. Ilan hat es schon gesagt, der Schrank schwebt, ist also komplett an unserer Pfostenriegelkonstruktion, unserer Wand selbst befestigt und hält bombig. Damit wir auf eine Rückwand und somit auch mehr Gewicht verzichten konnten, haben wir uns dafür entschieden, mit kleinen Querstreben, den hier oben, zu arbeiten, die dem Schrank Stabilität geben und die auch entsprechende Stärke und Massivität für die spätere Verschraubung ermöglichen. In dem Fall ist es auch kein Palovnia. Palovnia ist ja sehr weich, ein sehr weiches Holz. Und wir haben für die Querstreben einfach Fichte gewählt. Das war ganz lustig, weil uns das mit der Lieferung von Leisten, von Fußbodenleisten, einfach mitgeliefert wurde. Und wir haben uns gefreut wie Bolle. Der Fichtenbalken ist 2-2,5 cm stark. Hat also ausreichend Stabilität gebracht. Ilan hat mit der Stichsäge, nachdem wir Maß genommen haben, die Elemente erstmal zugeschnitten, das Ganze abgeschliffen. Im nächsten Schritt konnten wir also Deckel und Boden des Schranks ausmessen, zuschneiden und verschrauben. Wichtig war hier, oder das Ganze ist unter Berücksichtigung passiert, dass am Ende auch die Schranktür bündig mit dem Deckel und dem Boden abschließen kann und wir einen clean Look erreichen. Einmal mussten wir leider korrigieren, nachdem wir alles zusammengeschraubt hatten, weil wir nicht bedacht hatten, dass unsere Füllstandsanzeige des Abwassertanks ja auch schon in der Wand befestigt ist. Das heißt, den Bereich mussten wir nochmal verändern. Ist aber nicht so tragisch, wir hatten das Ganze ja noch nicht mit der Wand verschraubt. Ihr seht schon hier, wir haben eine kleine Lücke zwischen abgehangener Decke, also unserem Plexiglas, und dem Deckel gelassen, dass wenn wir mal an unsere LED-Stripes ran müssen oder irgendwas mit dem Plexiglas ist, wir das Ganze austauschen oder korrigieren müssen, dass man das Ganze noch bewegen kann und wir nicht am Ende vor dem Rätsel stehen, wie wir dieses Plexiglas jetzt wieder rauskriegen. Wir haben den Schrank also immer mal wieder an die Wand gehalten. Passt er jetzt so? Muss er noch irgendwo, muss irgendwas korrigiert werden? Als wir zufrieden waren, wollten wir ihn mit der Wand verschrauben. In der Wandabtrennung sind diese zwei Pfosten auch
eigentlich ziemlich gut positioniert, nur nicht eben exakt positioniert, weil wir damit gerechnet hatten in der Ursprungsplanung, dass der Schrank etwas breiter wird. Dadurch sind die Schrauben A sehr, sehr lang ausgefallen, weil sie mussten relativ schräg in diese Fichtepfosten, die sich in der Wand befinden, versenkt werden. Das war schon mal eine große Schwierigkeit. Und B hatten wir die Problematik, dass wir irgendwie nicht berücksichtigt hatten, wenn man nur so ein Stück Fichte nimmt und hier zwei Schrauben hat, um das Ganze, um den Schrank überhaupt zusammenzuhalten, dann müsste man leider hier auch durchbohren, um ihn zu befestigen. Das heißt, wir haben zwischen diese zwei Schrauben in den Fichtenbalken im richtigen Winkel versenken können. Alles in allem fehlen jetzt noch folgende Dinge an diesem Schrank. Wir haben ihn jetzt mittlerweile grundiert. Kurze Info an dieser Stelle noch zum Grundieren, fällt mir gerade ein. Wir waren natürlich sehr ungeduldig und haben das Holz nicht vorher grundiert, sondern nachdem es schon hängt. Also der Schrank war zusammengebaut und er hängt bereits und dann haben wir grundiert. Normalerweise macht man das natürlich vorher mit den Hölzern, bevor man sie überhaupt verschraubt. Und ja, das haben wir nicht gemacht. Aber ja, ich denke, dass das trotzdem passt. Hier fehlt also noch die Tür, wie man sieht. Diese möchten wir aber im nächsten Video mit euch teilen, weil sie doch nicht da ist. So, und dann natürlich die Regale. Da fehlen noch Regalbretter, die wir auch entsprechend so aufteilen wollen, dass es im Alltag auch sehr nützlich ist. Weiter ging es dann mit unserem Waschtisch. Ich setze mich mal, dann kommen wir auf die Ebene des Waschbeckens. Und zwar, wie haben wir angefangen? Wir haben natürlich erstmal überlegt, wie tief soll der Waschtisch überhaupt werden? Der ist jetzt an der breitesten Stelle 34 cm breit geworden. Und dann ging es natürlich auch darum herauszufinden, wie hoch soll das Ganze sein? Wieso hoch soll das Ganze werden? Wir sind jetzt knapp über 90 cm Oberkante, das heißt ungefähr bei 80 cm der Waschtischplatte. Und bevor wir dann auch später die Platte auflegen konnten oder dann auch am Ende verschrauben konnten, war es uns ganz wichtig, erstmal passende Winkel rauszusuchen, diese dann auf entsprechender Höhe auch zu verschrauben. Das hat total gut geklappt. Wir haben uns hier vom Look auch für schwarze Winkel entschieden. Die könnten viel mehr Last ab, sind jetzt auch nicht leicht, aber hier in dem Fall war uns einfach wichtig, dass das ausreichend stabil ist. Und gerade wenn man sich auch mal drauf lehnt, dass da wirklich nichts passiert. Gewählt haben wir wieder Palovnia-Holz, 18 mm stark. Und wie eben schon auch gesagt, haben wir die Platte erstmal auf 1 Meter zugeschnitten, in der Breite 34 tief, um ein Gefühl zu kriegen, wie wirkt das Ganze, muss es schmaler sein, wo wollen wir gegebenenfalls den Tisch auch verjüngen, dass wir auch hier auf Toilette Platz haben und uns nicht eingeengt fühlen. Wir haben also unser Mineralgusswaschbecken immer mal wieder draufgestellt, um dann zu sehen, ab wo kann die Verjüngung starten. Wir haben uns da echt auch Zeit gelassen, mit dem Bleistift immer mal wieder eingezeichnet, wie könnte der Schwung gut aussehen, wie könnte der Schwung uns auch Platz geben, dass man aber auch auf Toilette mal hier seine Klolektüre ablegen kann oder das Handy. Und sind am Ende zu dieser Form gekommen. Als wir dann beide der Meinung waren, das ist es, haben wir die Palovnia-Platte mit der Stichsäge zugeschnitten, mit einem ganz kleinen, feinen Sägeblatt. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ilan war nach dem ersten Schnitt auch total angetan. Wir mussten nur noch ein bisschen nachschleifen und dann saß es eigentlich. Und um unsere Armaturen auch nicht zu vernachlässigen, sehen wir hier einmal unseren Wasserhahn, der uns sehr gut gefällt. Wir haben ganz lange danach gesucht, nach einem hohen Wasserhahn. Wie zu Beginn auch schon gesagt, war es uns ja aufgrund der Tiefe nicht möglich, den Wasserhahn hier zu positionieren. Auch die Konstruktion, dass ein Wasserhahn aus der Wand kommt, hatten wir einfach zu spät bedacht oder mit eingeplant. Das war also im Nachhinein nicht mehr möglich. Und jetzt ist es also für hohe Waschbecken ein recht hoher Wasserhahn geworden, der sich aber auch in dem Wasserstrahl um 30 Grad noch verstellen lässt, dass im besten Fall wirklich auch der Wasserstrahl zur Mitte des Waschbeckens gelangt. Was steht also bei unserem Waschtisch noch an? Zum einen müssen wir noch unser Abwasser hier fertigstellen, beziehungsweise das Siphon ist ja bestellt, aber das Rohr muss noch gekürzt werden. Und wir haben leider das falsche Abdichtungsgummi, weil wir haben einen 50er Abdichtungsgummi, wir brauchen einen 40er. Unsere Abwasserrohre sind nun mal 40 breit. Dann haben wir ein Hartwachsöl bestellt für unsere Platte.
von Kreidezeit. Das wird hoffentlich demnächst hier eintreffen. Dann können wir auch die Platte noch behandeln. Dann ist auch recht sichtbar, dass hier auch noch der Spritzschutz fehlt. Das wird ein ähnliches Material sein, welches wir auch für die Arbeitsplatte vorne bestellt haben, für die Küche. Somit verschwindet dann auch die Steckdose. Alles wird auch ordentlich abgedichtet hier mit Silikon, sodass auch das Wasser nicht dahinter kriechen kann. Bei dem Wasserhahn ist es so, dass zwei Wasserschläuche mitgeliefert wurden. Sie hängen hier unten noch, sind leider zu kurz. Da haben wir schon was Längeres bestellt. Da warten wir auch noch drauf, damit wir das anschließen können. Dann würde ich sagen, ist das Projekt Waschtisch und Schrank abgeschlossen. Das Ergebnis werdet ihr dann aber in dem zweiten Teil dieses Videos sehen. Ansonsten hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet vielleicht auch für eure Bauplanung was mitnehmen. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Ciao.